Asa 100. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von High on Film. Mein Name ist Günter Kubitzer und das bin nicht ich, sondern das ist eine Yashica Mat 124G. Wie man im Intro schon gesehen hat, fotografieren wir heute auf einem No-Name-Film. Ich mutmaße, es ist ein Lomography-Film aus den 10er Jahren der 2000er mit 200 ASA, Farbe, 24 Aufnahmen. Das sollte uns da hier auf der X-Band-Imitation, die wir da quasi vornehmen, ungefähr 12 Aufnahmen bringen, hoffe ich, oder 10 in Farbe. Weil der Film so alt ist, habe ich eingestellt, dass wir ihn nicht auf 200 ISO belichten, sondern auf 100 ISO belichten, ihn also raten auf 100, um es im Englischen quasi zu sagen. Wir nutzen die Gelegenheit, Kameraeinstellung da an meinem Schreibtisch gleich mal dafür zu sehen, dass wir es mit einer zweiäugigen Spiegelreflexkamera zu tun haben. Und wir sehen da hier sehr schön, das da hier ist das Sucherobjektiv und das da hier, das schwarz ist, weil der Verschluss natürlich zu ist, ist das Aufnahmeobjektiv. Das Aufnahmeobjektiv hat eine Lichtstärke von 3,5. Das Sucherobjektiv hat eine Lichtstärke von 2,8. Konstante Blendenöffnung 2,8. Es ist ein 80mm Objektiv auf einer 6x6 Kamera, entspricht es ungefähr dem 50mm Objektiv bei einer Kleinbildformat. Ja? Also durch das schaue ich durch das fotografiere ich. Der Negativstreifen schaut dann so aus, dass ein 6 cm langes und 2,4 cm hohes Bild negativ entsteht. Dann ist lang nichts, dann ist schwarz und dann kommt das nächste und so. Oder vielleicht schaffe ich 8. Ich weiß nicht, wie viel er mich aufnehmen lässt. Es ist ein Ausprobieren. Es ist Expired Film. Die ganze Geschichte ist gesponsert von Content Punk. Also lieber Content Punk, vielen herzlichen Dank für das Sponsoring von dem Film. Und dort, wo der Text unter dem Video steht, ist ein Link zum Content Punk. Dreißig oder so. Meine exakten Belichtungen, das ist unglaublich. So, dann ziehen wir wieder auf. Und gehen wir zum nächsten Spot. So, irgendwie schaut es da aus. Einfach näher dran und da das Szenario, das ist die Geschichte. So. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Und dann kommen sie dazu. Das wird hell. Das ist hell geworden. Aber wir wissen ja. Trial and error, wir lernen. Der Clou ist, ich habe jetzt 3 Sekunden ausgerechnet. Also probieren wir das. So. Auf das erleuchtete Gebäude da. 21, 22, 23 und noch ein bisschen, dass es glüht.
fire could ever stop me from chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la la la. So love.